Hey Leute, willkommen wieder bei Bändermeister und ja. Und ja, heute geht es um dieses Päckchen. Und dieses Päckchen ist eigentlich schon wieder etwas ganz Besonderes. Ja, warum? Das werde ich euch jetzt verraten, nachdem ich es ausgepackt habe. Denn ich würde gerne selber erstmal reinschauen. Und ich glaube, man kann dieses Panzertape, was auch immer das hier benutzt wurde, um das zuzumachen, irgendwie abziehen. Ich muss mal kurz gucken. Vielleicht nehme ich auch das erste Messer dafür. Naja, das lässt sich aber irgendwie blöde schneiden. Ich versuche es mal so. Na doch, so, okay. So kriege ich das irgendwie halbwegs auf. Okay. Jetzt mache ich das ganze Päckchen kaputt. Ich hoffe nur, ich mache nicht den Inhalt kaputt, das wäre dann nämlich doof. Oh mein Gott. Na komm schon raus. Achso, das ist ja auch nochmal zugeklebt. Okay. So. Moment, kleinen Moment. So. Ja, da haben wir das zerpflückte Päckchen. Das kommt weg. So, und zwar haben wir hier das hier. Und da ist etwas drinne, da muss ich schon sagen, das macht mich ein bisschen sprachlos. Und zwar werde ich das jetzt erstmal auspacken. Und das ist, glaube ich, sogar öfter in Tücher eingewickelt, damit das natürlich auch gut ankommt, was sehr, sehr cool ist. So, und dann nochmal und nochmal und... Heilige Scheiße, kann ich da nur sagen. Wow. So, bevor ich jetzt was zeige, ja. Womit habe ich das eigentlich verdient? Das frage ich mich wirklich, ja. Und zwar haben wir hier ein Game Boy Advance Spiel und das heißt... Fire Emblem The Sacred Stones mit Originalverpackung, welche auch noch sehr gut erhalten ist. Also ich sehe jetzt hier nicht viel, was irgendwie doof wäre oder so. Also ich bin da, ja, etwas sprachlos gerade. So, was kann ich euch dazu erzählen? Bevor ich das erzähle, werde ich das erstmal öffnen und mal reinschauen. Hier ist nicht mal ein Knick oben drin, was auch sehr gut ist. Und das sieht auch alles soweit komplett aus. Da haben wir hier einmal ein Pub-Inlay mit dem Spielmodul. Ziemlich gut erhalten. Dann haben wir hier die Anleitung des Spiels. Wird so ein bisschen was geknickt hier, aber das ist nicht so schlimm. Fire Emblem ist Sacred Stones Anleitung. Dann haben wir hier das Nintendo-Heftchen. Und sogar noch den Sternecode, der zwar schon freigerubbelt ist, aber der ist ja eh nicht mehr gültig. Aber das Ganze ist dann direkt auch ein kleines Poster zu Fire Emblem Path of Radiance vom GameCube. Und ja, also wie ihr sehen könnt, ist das Ganze soweit komplett. So, was ich dazu sagen möchte, ist Folgendes. Ihr habt das vielleicht gesehen. Ich habe ja letztens ein Mystery Unboxing gemacht, wo ich den anderen Fire Emblem Teil für den Game Boy Advance ausgepackt habe und meine Neuzugänge, wo ich das auch nochmal gezeigt habe. Und ich weiß nicht mehr, ob ich es in beiden Videos erwähnt habe. Aber da habe ich eben gesagt, dass mir jetzt noch dieser Teil hier fehlt, Sacred Stones. Und ich mir diesen noch vielleicht mal irgendwann hole, wenn ich ihn finde. Ja, und dann gab es da eine wirklich super nette Person. Ich werde jetzt keine Namen nennen, die Person wird wahrscheinlich schon wissen, wenn sie sich jetzt angesprochen fühlt, die sich dann bei mir gemeldet hat und meinte, hey Ben, ich habe dieses Spiel da noch und so und würde dir das gerne zuschicken. Und da dachte ich wirklich erstmal, okay, also erst war ich so ein bisschen geschockt und dachte noch so fast, dass das ein Scherz vielleicht ist oder so. Und ich wusste da auch nicht, dass es übrigens komplett ist, also es hätte auch nur das Modul sein können. Und habe gesagt, das wäre viel zu nett, wenn du das wirklich willst, okay, aber überlegst dir gut so ungefähr, ja, womit hätte ich sowas denn verdient so?
Und ich soll das als kleines Dankeschön ansehen für die gute Unterhaltung, die ich hier immer so mache, wenn man das denn als gut bezeichnen kann. Und ja, und nachdem ich dann wirklich auch eine Nummer für ein Einschreiben bekommen habe, dass das Ganze auch unterwegs ist, da habe ich mir dann gedacht, okay, das war auf jeden Fall alles kein Scherz, da kommt wirklich irgendwas. Ja, und jetzt ist es da. Also ich weiß wirklich nicht, womit ich so eine netten Sachen verdient habe, ja. Das ist viel zu viel. Ich bin da schon wieder wirklich ein bisschen sprachlos, ja. Wenn man mir sowas einfach schenkt, so. Das ist ja schon nicht gerade billig, sage ich mal so ungefähr. Also, ja. Da kommen ja fast die Tränen. Also, ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank nochmal an dich, von der Person, von der ich das jetzt bekommen habe. Super, super nett von dir. Vielen, vielen Dank. Unfassbar. Ich werde das in Ehren halten. Es kommt direkt in die Sammlung, da ich es, wie gesagt, noch gar nicht habe. Somit habe ich dann nämlich beide Fire Emblem-Teile für den Game Advance, den es in der deutschen Version gibt. Ich glaube, da gibt es keinen weiteren. Also ist das für mich sozusagen Thema abgeschlossen, erledigt und ich bin sehr glücklich darüber. Also wirklich, vielen, vielen Dank. Unfassbar. Ja, da ist der kleine Ben sprachlos. Bin ich klein? Eigentlich nicht. Ja, das war es dann auch schon eigentlich fast mit diesem Video. Ich erzähle vielleicht noch so ein bisschen was hier rüber. Also ich weiß gar nicht so viel von dem Teil. Und ich weiß auch gar nicht genau, wer das hier drauf ist. Ist das eigentlich Marv? Kann das sein, dass es Marv ist? Ich lese mal vor. Aus der Asche eines gefallenen Königreichs. In The Fire Emblem The Sacred Stones führst du die Zwillinge Erika und Ephraim, vielleicht sind das auch die beiden, zum Wiederaufbau des Königreichs Renais. Enthülle das dunkle Geheimnis hinter dem Krieg, der ihr Heimatland zerrissen hat. Was wirst du sein? Ein Kavalier? Ein Paladin oder ein Erzritter? Also ich bin, glaube ich, ein Kavalier. Mit mehreren Möglichkeiten zur Entwicklung liegt das Schicksal der Charaktere in deiner Hand. Führe deine Soldaten mit Bedacht. Fallen sie in der Schlacht, sind sie für immer verloren. Ja, wie in echt halt auch, ja, würde ich mal so sagen. Also wirklich, vielen, vielen Dank dafür. Unfassbar, so ein super Zustand. Ja, ich verbeuge mich. So, dann hoffe ich, dass auch alle anderen, die das jetzt hier gesehen haben, sich auch mit mir darüber freuen, dieses coole Spiel jetzt in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen und auch ein bisschen Spaß hatten, das hier zu sehen. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag, was auch immer, oder eine wunderschöne Zeit, wann auch immer ihr das hier seht. Wünsche ich euch von ganzem Herzen. Dann macht's gut, Leute. Bis nächstes Mal und das war's mit eurem Ben der Meister.